Detektiv für Herrn Dinowski. Weiter nochmal. Darauf her. Noch. Diese Baumschubserei hat mich wieder ganz schön geschafft. Mann. Will Saft haben. Will Saft. Ich bin doch nicht der Laufbursche. Wo ist eigentlich Fran, hä? Und wo ist das Essen? Papa, wir müssen mal mit dir reden. Es geht um Mama. Sieht reichlich finster aus. Ist dir etwa irgendwas passiert? Naja. Irgendwas, warum sie mir nicht zu futtern machen kann? Nein, sie hat wohl eine Gefühlskrise. Sie starrt dauernd nur vor sich hin. Genau. Also, dann hat sie noch nicht mal mit dem Kochen angefangen. Stimmt. Sie hängt bloß noch trübselig in der Gegend rum und sieht voll unglücklich aus. Ja. Bin auch nicht gerade fröhlich. Ist öfter so im Leben. Nennt man Seelenkater. Und sie hat gemeint, dass sie mit dir darüber nicht sprechen kann, weil du sie überhaupt nicht verstehst. Ach, was, sie muss doch immer aus einer Mücke einen Mammut machen. Papa, so schräg war sie noch niemals drauf. Ich habe das blöde Gefühl, dass Mama nicht mehr gerne Mama ist. Ich auch. Ach was, wir haben alle mal einen Pickel auf der Seele und kommen damit nicht so richtig klar. Aber ihr könnt mir glauben, eure Mutter ist für ihr Leben gern Hausfrau und Mutter. Das ist ihr Traumjob. Mein Leben ist ein Irrtum. Mein ganzes Leben ist ein großer Irrtum. Mein Leben ist der Irrtum meines Lebens. Ja, natürlich sind manche Tage nicht ganz so toll wie andere. Und heute zeigen wir im Sportkanal... Otto, ich krieg ein Kind. Und dadurch wird der Backofen wieder sauber. Denn bei uns lachen die Zinsen höher als woanders. Wer dem Rat der Weisen vertraut, wird selbst weiß. Ist ja ein echter Fernbedienungsprofi. Irgendwas geht dir doch auf die Schuppen, Liebling, oder? Ich halte das nicht mehr länger aus. Ich habe unsere Kinder wirklich lieb, aber ich muss mich von morgens bis abends um sie kümmern. Fasse ja. Hierhin, hol sie da ab, mach ihnen was zu essen. Wenn das so weitergeht, werde ich nochmal wahnsinnig. Reg dich doch ab, ich verstehe dich ja. Du fühlst dich ein bisschen einsam. Klar, du willst auch mitkriegen, was draußen so alles passiert, hä? Ja. Eben, du willst endlich auch mal wieder die Stimmen von Erwachsenen-Dinos hören. Genau. Ja. Du brauchst ein Radio in der Waschküche. Logisch, mit Musik wäscht sich meine Wäsche viel leichter. Alles in bester Butter, nun sieht die Welt gleich viel rosiger aus. Radio in der Waschküche, glaubst du etwa? Das ist alles, was ich brauche? Gut, vielleicht noch ein Fernseher. Du, ich will einen Job haben. Aber Franny, du hast doch einen Job. Hier zu Hause. Na, weil ich hab gekündigt. Wer noch? Los und jetzt schubsen! Nein, ja, nicht so hastig! Fremde, also unbedingt einen Job. Was denn für ein Job, alter Freund? Ach, irgend so was Soziales. Sie hat sich in einem Krankenhaus vorgestellt, wo die den Amphibien helfen, endgültig vom Wasser wegzukommen. Aha. Weißt du, das ist schon ein halboffenes Haus. Mann, dann sollten die aber Türen einbauen, sonst kriegen die Amphibien noch Schnupfen. Naja, ich glaube, die haben sich das nicht richtig überlegt. Und am allerschlimmsten finde ich, dass sie es umsonst macht. Sie kriegt kein Dino fertig dafür. Hä? Moment, das kapiere ich jetzt aber nicht. Sie meint, um Kohle geht's dabei nicht. Sie will sich da irgendwie selbst verwirklichen. Aha, sie hat wohl noch nie in ihrem Leben einen Job gehabt, oder? Hallo Leute, was geht? Earls Frau hat einen Job in einem Haus, wo die Hälfte der Türen fehlt und verdient keine Müde Dinomat damit. Scheint ein Spitzenjob zu sein, aber warum verlangt sie nicht ein kleines bisschen mehr Geld? Ja, ganz meine Meinung. Das ist gar nicht komisch, für mich ist das ein Problem. Wenn ich Renny ihren Job nicht machen lasse, dann habe ich zu Hause ein Leben, das kein Leben mehr ist. Und wenn sie doch arbeiten geht, muss ich jemanden anheuern, der aufs Baby aufpasst. Und das kostet mich einen Haufen Schotter. Um einen Babysitter kommst du wohl nicht rum. Da hören ja die Tropfsteinhöhlen aufzutropfen. Soll mein schönes Geld draufgehen, dass ich mir extra immer aufhebe? Für Fußball, Kegeln und ab und zu Minigolf? Ich muss kürzer treten, bloß damit Fremden ein ausgefülltes Sind Leben hat? Sind nicht blöder Einfall. Hey, Moment mal, Freunde. Ich habe eine spitzenmäßige Idee. Pass auf, du kannst doch oberlocker hier bei uns die Nachtschichten schieben. Dann wärst du tagsüber bei euch zu Hause und kannst auf die Kinder aufpassen. Hey, oh Mann, der Witz des Tages. Ich und den ganzen Tag bei den Kindern. Das habe ich auch gemeint. Du bist doch nicht ganz dicht. Ach ja, ich bin dicht. Dichter geht's überhaupt nicht. Kapierst du denn nicht? Wenn Fran eine Woche lang ihre lieben Kleinen nicht sieht, kriegt sie so eine irrwitzige Sehnsucht, dass sie den Job hinschmeißt und in 0, gar nichts zurückkommt. Ja. Warte mal, also ich tue bloß so, als ob ich ihr helfen will. Aber in Wirklichkeit warte ich ganz gemütlich ab, bis sie selber die Nase voll hat. Richtig. Eine Spitzenidee. Fertig. Hier, Schatz, habt ihr ein paar Klappschulen eingepackt. Musst abdampfen.
Sonst kommst du gleich am ersten Tag zu spät ins Amphibienland. So, hier ist eine Liste mit allem, was du erledigen musst. Ja. Da oben steht die Nummer von der Klinik, falls du irgendwelche Fragen hast. Für mich ist bloß eine einzige Frage wichtig. Ist meine Freundin auch wirklich glücklich? Ach, du bist ja so lieb. Nun fällt es mir richtig schwer, zur Arbeit zu gehen. Mama! Hm? Wo willst du hin? Zur Arbeit. Och, aber ich hab's dir doch erklärt, mein Liebling. Mama geht ein bisschen von zu Hause weg, damit sie eine bessere Mama ist, wenn sie wieder nach Hause kommt. Was bringt für mich raus? Na, du bist von morgens bis abends mit deinem Papa zusammen. Was bringt für mich raus? Wenn ich nach Hause komme, verbringen wir den ganzen Abend zusammen. Wir haben uns bestimmt viel zu erzählen. Reden macht keinen Spaß. Will lieber Spielzeug. Mein süßer kleiner Liebling, ich werde dich furchtbar vermissen. Und wie? Oh. Macht's euch gemütlich. Ich bin so gegen 6 wieder da. Fran, du brauchst keine Sorgen zu haben. Hier wird alles wie geschmiert laufen. Oh. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Na, fein. Ab in die Federn. Bin aber nicht müde. Wer redet von dir? Wenn ich heute die Nachtschicht schiebe, brauche ich noch eine Mütze voll Schlaf. Hab aber Hunger, will Frühstück, gib her. Von mir aus willst Frühstück, hier kommt dein Frühstück. Ist bestimmt wahnsinnig gesund. Aber schön einteilen. Schwarze Oliven? Morgen, Papa. Wenn du jetzt die Mama bist, musst du auch nachher meinen Seidenpulli aus der Reinigung holen, klar? Klar, hab ja auch nichts Besseres vor. Aber das ist für mich total wichtig. Ach, für dich? Für dich ist es total wichtig. Dummerweise ist mir dein Seidenpulli total schnurzwurst. Weißt du, ich hab doch morgen diese Klassenfete. Da muss jeder von uns was mitbringen. Denk dran, du musst noch 10 Pfund Fleischwaffeln klar machen. Nun pass mal auf, mein Junge. Schreib die Fleischwaffeln auf die Liste, die mir Mama gegeben hat. Und nach der Schule machst du eins nach dem anderen. Und mach's schön leise. Ich will nämlich eine Runde pennen. Er hat's besser im Griff, als ich gedacht habe. Leider. Fertig, ich muss nur den Baum umschubsen. Du, aufgewacht. Nicht na los, wach auf. Was ist das Abendessen? Ach ja, das stimmt. Hast du alle Sachen auf Mamas Liste erledigt? Nein. Und wieso nicht? Weil ich die Liste verloren habe. So was Schusseliges, wie kannst du nur die Liste verschusseln? Hab's nicht mit Absicht gemacht. Ist es zwar nicht mit Absicht. Wie spät haben wir es eigentlich? 17:30 genau. Was? Oh ja. Mann, wie soll ich das bloß schaffen? Am besten wir teilen uns die Sachen von der Liste auf, dann kriegen wir es hin. Was sagst du dazu? Viel Glück, sage ich. Was? Ui, ui. Alles voll im Griff. Ja. Hallo, da bin ich wieder. Da ist die Mama. Oh, wie schön, dich wiederzusehen, Franny. War ein oberstarker Tag für mich. Ich hab alles voll im Griff. Die Kinder waren gewaltig lieb zu mir. Und Papa war gewaltig lieb zu den Kindern. Hab bis heute überhaupt nicht gewusst, was mir da im Gang ist. Die Familie ist doch wirklich was Feines. Schade. Du hast was verpasst. Und du warst bestimmt der Liebste von allen. Hast mir so gefehlt, Schatz. Das ist nichts für dich. Wem sagst du das? Wo hat er die Oliven her? Tja, weißt du, eigentlich ist das eine ganz hübsche Geschichte. Blöderweise hast du nichts davon mitbekommen. Doch lassen wir das fröhliche Haushaltsleben. Wie war dein erster Arbeitstag? Bei den Amphibien? Fern von der Familie? Weißt du, meine Kollegen waren wirklich umwerfend nett zu mir. Ich glaube, die haben mich gern. Es gab viel zu tun, weil Ebbe ist, während wir mit Patienten geradezu überschwemmt. Und weißt du was? Du willst den Job wieder hinschmeißen. Irrtum, nein. Sie haben gesagt, dass ich die ganze Woche kommen soll. Sie glauben, sie brauchen mich mindestens volle 6 Monate. Dann? 6 Monate? Womöglich länger. Das muss ich sofort den Kindern erzählen. Bobby, Charlene, gute Nachricht. 6 Monate? Mit dir? 6 Monate? Mit dir? Am Anfang fühlt man sich ein bisschen unsicher, das weiß ich. Du brauchst überhaupt keine Angst zu haben. Sag uns erstmal deinen Namen. Also, ich bin Quab. Herzlich willkommen, Quab. Hallo, ich bin seit fast 3 Tagen an Land. Ja, bin ich ja. Und wie kommst du bis jetzt damit zurecht? Es ist ziemlich hart. Ich kann immer bloß daran denken, dass ich möglichst schnell wieder zurück will ins kühle, feuchte, gemütliche Wasser. Quab, ja. Du musst immer wieder denken, gut geatmet ist halb gewonnen. Nein, ich kann nicht. Du hast mir erzählt, dass du ein Bewerbungsgespräch hattest. Wie war's denn? Ich kann doch bloß auf den Bauch robben und mich zwischen Felsen durchquetschen. Was für einen Job kann ich denn damit schon kriegen? Na, du würdest bestimmt einen guten Rechtsanwalt abgeben. Ja, das ist doch durchquetschen. Du darfst niemals vergessen, Quapp, das Wasser hat keine Balken. Ein Wort. So, damit wären wir für heute aber am Ende. Doch bevor wir Schuss machen, wollen wir uns nochmal gemeinsam an unser Versprechen erinnern und damit unseren Quapp in die Gruppe aufnehmen. Alles klar.
Ja, ich verspreche, dass ich versuchen werde, Wasser ab jetzt nur noch zum Trinken und zum Waschen zu nehmen. Und ich verspreche, dass ich meinen ganzen Mut zusammennehme, um die Luft, die mich umgibt, zu atmen und an Land zu bleiben. Klingt die Nacht, ich hast du mir gesagt. Sie vermisst die Kinder und kommt nach Hause, hast du mir gesagt. Na, was hast du mir jetzt zu sagen, du oberschlauer Torfkopf? Na, spar dir deine dümmlichen Ausreden. Deinetwegen ist mein Leben im Mülleimer. Davon, dass du mir meine Sprechbacken zuhältst, wird dein Leben auch nicht besser, alter Freund. Ach nein? Bist du vielleicht scharf auf sowas? Ich glaube, dann wäre es wohl doch besser, wenn du mir die Sprechbacken zuhältst. Oh Mann, wenn ich noch länger den ganzen Tag bei den Kindern rumwimmle, weiß ich bald nicht mehr, ob ich Papa oder Mama bin. Bis jetzt ist mir sowas noch nie passiert. Jetzt hab ich's. Nun ist mir ein Einfall eingefallen. Ist nicht wahr. Du musst dich einfach voll an die Kinder ranschmeißen. Halt, halt, stopp. Wenn ich sowas wirklich mache, bin ich für immer die Mama. Aber ich bin der Papa. Und als Papa muss ich immer schön Abstand halten und mich ein bisschen rar machen. Genau. Dein schlauer Einfall war ein Schuss in den Ofen. Da seid ihr mal nicht so sicher. Wenn Fren mitkriegt, dass die Kinder mehr auf dich abfahren, wird sie bestimmt mächtig eifersüchtig. Keine Vollblutmama steht tatenlos daneben, wenn Papa sie von ihrem Platz wegdrängt. Dann klinken sich nämlich ihre Mutterhormone ein und sie kommt wie ein Wirbelsturm nach Hause gebraust. Naja, also ich weiß nicht. Klingt irgendwie ganz gut. Ja. Aber dein letzter Einfall war ein kompletter Reinfall. Ja, stimmt genau. Was meinst du, wie groß die Chance ist, dass mir zwei komplette Reinfälle hintereinander einfallen? Nicht sehr groß. Siehst du? Junge? Schon gut, ich verzieh mich ja. Nein, so habe ich nicht gemeint. Bleib sitzen. Weißt du, hab gerade mal ein bisschen nachgedacht. Wann habe ich eigentlich das letzte Mal die Lausche aufgesperrt und zugehört, wie mein Sohn die Gitarre zupft? Noch nie. Ist nicht wahr, so lange nicht. Tja, bestimmt hast du ein paar neue Lieder gelernt seitdem. Wie wär's, wenn du deinem alten Papa eins davon vorsingst? Na fein, wenn du willst. Warte mal. Oh, das ist wohl der kleine Verstärker. Hm? Ja, na los. Genau. Kann das mal hören. Dieses Stück ist für ein tolles Mädchen, auf das ich voll abgefahren bin. Sie hat nie mitgekriegt, dass ich da war, bis ich ihr das Lied vorgespielt habe. Was hältst du davon? Bin überhaupt nicht glücklich. Nein, bin noch nicht glücklich. Bist du wegen irgendwas traurig? Kannst wohl hell sehen. Ja, wer weiß. Bringt's dir was? Wenn wir drüber reden, kannst du Mama Earl alles erzählen. Ist alles in Ordnung mit dir, Charlene? Ja, ja, schon gut. Hat nur einen totalen Schreck gekriegt. Puh. Na gut, ich bin ganz Ohr. Also, fang an. Oh, wirklich? Soll ich? Aber vielleicht findest du es ja auch ein bisschen daneben. Also, hab mir einen irre schrillen Pulli gekauft und hab nichts Passendes dazu. Finde ich nicht daneben. Absolut nicht. Aber vielleicht finden wir doch noch ein passendes Teil, wenn wir mal meine ganzen Klamotten durchfühlen. Ich kann es kaum noch erwarten. Hier, die Ohrringe kommen wie nur stark zu dem Pulli. Aber dann ist die Tasche voll daneben. Ach, was? Wo ist eine andere Tasche her? Ha, geht nicht mit den Ohrringen zusammen. Absolut ätzend. Gut, dann drehen wir die Tasche eben um und greifen uns ein Seidentuch. Die Ohrringe werden wir weg. Oh Mann, sie redet seit einer Stunde wie zwei Wasserfälle. Sie muss doch bald einen Knoten in der Zunge haben. Reiß dich zusammen, tu so, als ob du ihr zuhörst. Umgrinsen. Ja, so geht's. Durchhalten. Augen auf, Augen auf! Mach bloß nicht schlapp! Alles klar. Und jetzt schön nicken! Aha, ach so, du meinst die Tasche mit dem Schal. Stimmt, hast du recht. Das ist wirklich die schrillste Mischung. Oh, vielen Dank, du bist süß. Hast mir echt geholfen. Oh, ich wusste gar nicht, dass man sich mit dir so toll unterhalten kann. Oh, bei Dino Stab. Hör mal, du Wonneknubbel. Jetzt sind wir beide dran. Ja. Worauf hast du denn Lust? Ich will ferngucken. Mann, klasse Idee. Du weißt, was gut ist. Klar. Hab auch schon einen Vorschlag, was wir uns ansehen können. Vielleicht gibt's ein dino-starkes Fußballspiel. Will aber das kleine Unterwassermädchen sehen. Was? Ist doch nicht wahr. Das haben wir schon mindestens 100 Mal gesehen. Will aber nochmal das Unterwassermädchen sehen. Meinetwegen. Wenn du es unbedingt sehen willst, will ich. Gut, dann will ich es eben auch unbedingt sehen. Ja! Tief in den Wellen, also, tief in den Wellen, also, verkaufen Sardellen, neue Kamellen mit Frikadellen und weiter, tief in den Wellen, also, tief in den Wellen, also,
was die Bellen, denn die Forellen verstehen nicht von Bellen. Blub, blub, blub. Tief in die Bellen. Ja, nochmal. Tief in die Bellen. Hallo. Tief in den Wellen, verkauf ins Hotel. Alles klar, Zeit fürs Abendessen. Kamel, oi, ist doch nicht wahr. Eure Mutter wird gleich hier sein und ich muss noch die Kartoffeln aufsetzen. Schon gut, Papa, richtig ab. Ich habe das Essen gekocht und Robby hat den Tisch gedeckt. Genau. Und ich habe überhaupt niemanden mehr genervt. Schon über beinahe eine halbe Stunde. Das gibt's doch nicht. Wir haben gesehen, wie du heute arbeitsmäßig voll zugeschlagen hast und wir wollten dir deshalb eine Freude machen. Ja. Mann. Das ist ja eine Überraschung. Wie finde ich denn das? Jeder macht das, was er am besten kann. Dann schmeißen wir den Laden mit links. Wir sind wie eine Mannschaft, bei der sich jeder um den anderen kümmert. Wie eine Familie? Ja, genauso wie im Fernsehen. Ja. Die Kartoffeln lachen einen aber an. Hast du das hingekriegt, Charlie? Oh, danke. Oh, dann können wir ja loslegen. Hier, das ist für Robby. Und das ist für dich. Duftet toll. Ja, finde ich auch. Mama! Du, was ist denn los? Kinder, ihr könnt schon anfangen. Eure Mutter und ich, wir müssen reden. Ist ja gut, Liebling. Kann mir vorstellen, dass das eben ein Riesenschock für dich gewesen sein muss. Ich habe mich wirklich nicht darum gerissen, dass ich für die Kinder die Mama bin. Tja, nun haben wir den Salat. Ich habe es nicht für möglich gehalten, dass du dich mit den Kindern jemals so fabelhaft verstehst. Tja. Es war wunderbar, wie ich euch hier zusammen gesehen habe. Hä? Ich habe geglaubt, die Kinder kommen damit nicht klar, dass ich so viel weg bin, aber du hast mich voll ersetzt. Wenn ich jetzt zur Arbeit gehe, habe ich keine Sorgen mehr. Doch, das musst du, Fren. Ich habe dir die Liebe der Kinder weggenommen. Doch, du kannst was dagegen machen. Schmeiß deinen Job hin und bleib zu Hause. Ja. Langsam kriege ich das Gefühl, dir passt es überhaupt nicht, dass ich diese Stelle habe. Volltreffer. Ich habe gedacht, das mit dem Job klappt nicht, weil du spätestens in einer Woche merkst, wie sehr du die Kinder vermisst. Oh. Du willst also sagen, dieses Familienleben war bloß Theater? Reus-Theater. Wer hatte diese Idee? Wenn du meinst, dass du mich damit rumkriegen kannst, hast du dich geschnitten. Der Job gefällt mir und ich gebe ihn nicht auf. Fren, das kannst du mir doch nicht antun. Du ahnst nicht, was das für eine Quälerei ist. Ich soll nachts arbeiten und den ganzen Tag auf die Kinder aufpassen? Dino-Männer sind für sowas nicht geschaffen. Wir sind doch keine Maschinen. Das macht mich fertig, Fren. Ist wirklich nicht einfach, immer zu Hause zu sein. Darum muss ich ja zur Abwechslung mal raus. Mein Job gefällt mir und ich habe keine Lust, damit aufzuhören. Können wir denn keinen Ausweg finden? Du könntest doch einfach kündigen und für immer zu Hause bleiben. Das ist kein Ausweg, so weit waren wir schon. Na fein, dann eben nicht. Oder du behältst deinen Job, ich gehe wieder zur Tagesschicht und wir werden uns einen Babysitter suchen. Und wo wollen wir das Geld dafür hernehmen? Ganz einfach, ich gehe nicht mehr so viel zum Fußball und zum Kegeln. Und wir schaffen unser Kabelfernsehen ab. Dann haben wir die Kohle zusammen. Nimm sie, Fren, bitte. Du willst das wirklich alles dafür aufgeben? Fällt mir gar nicht so leicht, aber ich tu's. So, eure Mutter und ich, wir haben alles nochmal besprochen. Wir haben eine Lösung gefunden, mit der wir alle bestens leben können. Hast nachgegeben. Ins Schwarze getroffen. Mama, bleib zu Hause. Nein, mein Schatz, ich behalte meinen Job, aber ich gehe jetzt später arbeiten als vorher. Bleibst du zu Hause? Nein, aber heute Abend bin ich wieder da. Singen wir dann tief in den Wellen? Ja, klar doch, wir beide singen tief in den Wellen. Drück mich. Ach komm, mach's gut, Baby. Bis heute Abend. Mach's gut, Papa. Papa, hast du gesagt? Ist nicht wahr? Doch. Hey, alter Freund, lass das arme Baby los oder willst du es etwa zerquetschen? Du bist jetzt nicht mehr Mama Earl, kapierst du nicht? Sondern Baumschubser Earl auf Tagesschicht. Mach's gut. Mach's gut. Bis dann. Wiedersehen. Also. Schönen Tag. Du Mama, ich habe eine ganz starke Sache auf Lager. Wird dir gefallen? Du musst dir nachher das neue Stück anhören, das ich mir aufgeschafft habe. Siehst du, mein Freund, ich habe doch gesagt, dass Fren der richtige Supermama ist. Wenn man sich an die Kinder erstmal gewöhnt hat, kommt man gar nicht mehr davon los. Na, mein Plan war doch der absolute Operhammer, hm? Hast du eben gehört, was er zu mir gesagt hat? Klar, da kommt Vater heute auf, was? Aber heute Abend siehst du sie ja wieder. Komm, wir machen einen Flugsaurier, die Arbeit war. Ja.